BVB Total im Doppelpass mit der Telekom. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel zwischen Borussia Dortmund und dem Hamburger SV. Ich begrüße wie immer beide Trainer und bitte unseren Gästetrainer Bernd Hollerbach um seinen Kommentar zum Spiel. Ja, erstmal Glückwunsch an Peter zum Sieg. Gut, wir wussten, dass heute viel Geschwindigkeit auf uns zukommt. Deswegen glaube ich, dass wir sehr, sehr gut organisiert waren, nicht viel zugelassen haben und dann auch immer mutig nach vorne gespielt haben, unsere Chance immer gesucht haben in der ersten Halbzeit und den einen oder anderen Standard hatten, ja, wo wir immer gefährlich waren. Ich denke, da hat die Mannschaft ganz gut gemacht. Und zweite Halbzeit war es dann so, dass Dortmund mit der ersten Chance das 1-0 macht. Gut, dann war es ein anderes Spiel, dann mussten wir offensiv wechseln, dann war es ein offener Schlagabtausch. Ich glaube, es hätte dann auch 1-1 ausgehen können. Mit der letzten Aktion haben wir dann das zweite gefangen. Aber ich denke, ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen, sie hat alles gegeben. Ja, sie hat sich reingehauen, sie hat sich gezeigt, war mutig, hat nach vorne gespielt. Und jetzt gilt es dann zu regenerieren, darauf aufzubauen und uns auf Leverkusen vorzubereiten. Danke. Vielen Dank, Bernd Hollerbach. Peter, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, es war für uns ein schweres Spiel gegen einen gut organisierten Gegner. Auf der einen Seite gegen einen Gegner, dem wir dann auch Möglichkeiten gegeben haben, weil in manchen Phasen das Passspiel zu langsam war, manchmal auch nicht genau genug. Dadurch haben wir Situationen auch für den Gegner gehabt im Umschaltspiel, was wir verhindern wollten. Und auch Standardsituationen, wo wir auch gewusst haben, dass der Gegner stark, auch das hat es gegeben. Das heißt, wir haben uns schon wehren müssen in diesem Spiel. Wir haben ein paar positive Dinge auch in unserem Spiel gehabt, dass wir wenn es schwer ist, dann muss die Laufbereitschaft passen, dann muss man das Gefühl draußen haben, dass die Jungs für diese Führung viel unternehmen, auch wenn nicht alles funktioniert. Das ist das Gefühl, das ich gehabt habe. Das ist wichtig für uns. Wir sind jetzt nicht die Mannschaft, die wahnsinnig viel Körperlichkeit in ein Spiel reinwerfen kann. Aber das, was wir haben, das haben sie versucht umzusetzen. Deswegen finde ich, dass es wieder ein kleiner Schritt nach vorne war. Wir haben gewusst, dass das Spiel, die Tabellensituation eindeutig scheint. Wir haben aber auch gewusst, die letzten Ergebnisse und die letzten Spiele, wie die Hamburger aufgetreten sind, dass es schwierig wird. Und genauso war es. Und deswegen sind wir dann auch froh, dass wir das Spiel gewonnen haben. Tut uns gut, gibt uns wieder ein bisschen Ruhe und bringt uns wieder einen kleinen Schritt weiter. Dankeschön. Danke, Peter. Einen Gewinner gibt es auch in Ihren Reihen. Und zwar ist das Tobias Kemberg von der WZ. Er hat den Pressetipp gewonnen und ist damit Gewinner der Aral Supercard in der BVB-Edition. Herzlichen Glückwunsch von unserer Seite. Und nun sind Sie an der Reihe mit Ihren Fragen. Bitte schön, wir gehen in die zweite Reihe. Dritte Reihe, Entschuldigung. Ja, ich sag mal, heute hier von hier, Herr Hollerbach, wenn man so am fünften Spieltag spielt und dann würde man wahrscheinlich sagen, man hat sich anständig präsentiert, verloren, kann auswärts passieren, alles okay, abhaken, weitermachen. Jetzt am 22. mit Platz 17 ist es wahrscheinlich ein bisschen anders, oder wie muss man das beurteilen? Nein, ich beurteile das Spiel und nicht jetzt, wie die Situation ist. Das ist für mich jetzt erstmal wichtig, dass wir mutig auftreten. Ich habe die Mannschaft heute gesehen, die alles reingeworfen hat. Und also, ja, wir haben natürlich auch gegen einen sehr, sehr, sehr guten Gegner gespielt. Auch wenn wir durch waren, haben sie sehr, sehr gut verteidigt, waren im 16 Meter eng an den Leuten. Es war schwierig. Und Dortmund ist im Moment auch sehr stabil. Sie haben unter Peter noch nicht verloren. Also ich denke, dass da heute richtig Qualität am Platz war. Und für mich ist immer entscheidend, wie treten wir auf. Und dann bin ich überzeugt, wenn wir so weitermachen, dass die Ergebnisse kommen. Felix Meininghaus. Herr Stöger, ein Wort oder ein paar mehr Worte zu Marco Reus. Waren Sie überrascht, dass er nach der langen Pause so stark zurückkommt und direkt 70 Minuten für mich bester Dortmunder war? Nein, es ist erfreulich, aber es ist ehrlicherweise gesagt, das ist nicht überraschend.
Also wir haben ihn ja nach der schweren Verletzung auch wirklich eine relativ lange Zeitspanne bei uns im Training dabei gehabt. Da kriegst du ein Gefühl dafür, wie er sich fühlt, ob es permanent Probleme gibt, ob es Rückschläge gibt. Das war eigentlich nie der Fall. Deswegen waren wir uns relativ sicher, dass das funktionieren kann. Wir waren trotzdem alle beteiligt, weil es ist jetzt nicht nur er als Spieler, sondern auch als Mensch ganz einfach extrem wichtig ist, dass er das Gefühl hat, wir unterstützen ihn in alle Richtungen, war auch seine Meinung wichtig und hat auch kundgetan, dass er sich gut fühlt. Und für uns war dann auch klar, auch das habe ich mit ihm abgesprochen, habe meine Idee dazu gesagt, mein Wunsch und meine Idee wäre, ihn auch von Beginn weg spielen zu lassen, weil wenn er fit ist für den Kader und seine Qualität bringen kann, dann kann er auch von Beginn an spielen, da sehe ich keinen großen Unterschied. Und wahrscheinlich, da ist das Risiko dann halt wieder ein bisschen größer, von der Muskulatur, das man nicht einschätzen kann, hätte das über 90 auch geschafft, aber wie gesagt, er ist jetzt mal gut über 70 gekommen, richtig gut, ein gutes Gefühl für uns, wahrscheinlich ein super Gefühl für ihn und deswegen haben wir ihn runtergeholt, aber es ist sehr, sehr erfreulich, da haben Sie recht. Gibt es weitere Fragen? Andreas Dach, bitte. Herr Stöger, wer macht denn den schöneren Salto? Pierre-Emerick Aubameyang oder Michy Batshuayi? Also so stilistisch, haben Sie mal geschaut? Also nachdem ich nie weiter als bis zur Rolle gekommen bin, kann ich Ihnen das jetzt hier nicht beurteilen. Also in Österreich sagt man, das ist ein Purzelbaum und deswegen kann ich Ihnen da nicht sagen, wo die Note höher ist. Aber für mich ist beides ein Wahnsinn und nicht zu erklären, dass sowas überhaupt funktioniert. Und dass es überhaupt mit einem Kicker funktioniert. Das ist überhaupt eher selten, würde ich sagen. Ja, jetzt waren wir bei den Fachfragen. Damit können wir gerne weitermachen. Noch jemand? Scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann vielen Dank. Vielen Dank beiden Trainern, unseren Gästen aus Hamburg. Alles Gute für den Rest der Saison und eine gute Heimreise. Bis dann. Tschüss. Schönen Abend.